Bauernhof, heute früh weggefahren. Wir sind jetzt ca. 15 Kilometer weiter auf einem Campingplatz. Den stellen wir euch noch mit vor, hier auf dem Kanal. Bleibt ganz einfach dran, wo wir heute sind, bei wunderschönem Wetter, 25 Grad, die Sonne scheint. Mal sehen, wie es hier ist. Mittwoch, der 25. August 2021. Wir sind im Zittauer Gebirge weiter zum Seecamping hier in Zittau. Wir laufen jetzt mal zu dem See und zeigen euch mal, wie der See aussieht. Das ist mit Badestrand am Campingplatz. Es geht direkt vom Campingplatz zum See. Das ist ein Lehrpfad, genau. Das kann man dann wieder machen, wenn das Kind einen Gips ab hat. Unser Kind hat einen Gips dran, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. In der ersten Urlaubswoche ist Chantal gestürzt und hat sich einen Bruch zugezogen am rechten Unterarm. So, das ist der Zugang zum Strand. Der Badestrand an dem Olbersdorfer See, direkt hinter dem Campingplatz, mit einem riesengroßen Spielplatz. So, liebe Freunde, das gesamte Areal hier im Hintergrund, der Strand, der Olbersdorfer See, die Tretbootanlage, zeigen wir euch mal. Das ist der See. Und der Campingplatz, der liegt dann gleich hier oben, gleich dahinter. Tretboot aus. Tretboot oder Tretbootverleih oder was? Das testen wir jetzt mal für euch auf dem See. So, Tretboot startklar. Chantal bekommt ihre Weste an. Muss noch richtig angezogen werden. Tretboot kostet hier 1 Stunde 12 Euro, 2 Stunden 22 Euro. Die Weste kriegt man kostenlos für Kinder dazu. Für Kinder unter 13 Jahren, egal ob die schwimmen können oder nicht schwimmen können, bekommen die Weste dazu. So, angemeldet haben wir oben an dem Imbiss. Wir haben das Tretboot Nummer 3. Der Mama sitzt verkehrt rum. Wir haben es geschafft. Chantal hat Spaß. Das erste Mal Tretboot. Ich bin die Lenkerin. Mama und Papa müssen, ich wollte strampeln und sagen, treten. Das ist ein Tretboot. Da haben wir uns heute Abendessen verdient. Man kann sich hier Stand-up-Paddler ausleihen, Ruderboote ausleihen, Paddelboote. Was haben wir noch? Kanus. Kanus kann man sich ausleihen. Also alles Mögliche kann man sich hier ausleihen. Kostet zwischen 12 und 22 Euro die Stunde bzw. 2 Stunden. Das ist eine Seekarte, die haben wir mitgekriegt. So dürfen wir fahren. Genau, so dürfen wir fahren oder nicht fahren. Oder wo wir nicht hinfahren sollen oder dürfen. Wegen Muscheln. Da darf man nämlich nicht reinspringen, weil man kann sich sehr schnell, da kann man sich nämlich sehr schnell aufschneiden an die Füße. Chantal hat das super erklärt. Also, die haben uns hier eine Karte mitgegeben, wo wir baden gehen sollten, wegen den Muscheln. Musik.
So, das war's. Hallo liebe Freunde hier vom Seecamping Zittauer Gebirge. Genau, wir sind am See. Wie heißt der See? Olbersdorfer See. Olbersdorfer See. Meine Frau weiß die Seen immer. Das weiß ich nicht. Also wir sind am Olbersdorfer See. Schönstes Wetter, ihr seht's. Genau am Eingang zur Rezeption. Die Zufahrt zum Campingplatz sehen wir jetzt hier. Geradeaus haben wir die Rezeption. Wenn ihr hier anfahrt, dann habt ihr die Möglichkeit, hier lange Wartespuren zu nutzen. So, wenn wir uns angemeldet haben hier in der Rezeption hinter uns, kommen wir jetzt hier auf die Schranke zu. Da bekommt ihr dann den Schlüssel bei der Anmeldung. Auf dem Schlüssel wird auch Bargeld mit drauf gebucht zum Duschen, WC, Sani-Gebäude. Und dann fahrt ihr so rein, wie wir es hier sehen. Schlüssel rein und dann könnt ihr den Stellplatz und den Campingplatz befahren. Gleich am Eingangsbereich haben wir eine Sani-Reinigungsstation, Entleerungsstation für die Toiletten. Das haben wir auch schon mal verfilmt, den Gebrauch von der Anlage. Tun wir euch mal mit verlinken. Und hier haben wir einen wunderbaren Ver- und Entsorgungsstreifen für alle Reisemobile, Wohnmobile mit einem Bodeneinlass. Reinigung und für große, unsere großen Wohnmobile hier den Einfüllstützen. Frischwasser haben wir hier zum Auffüllen. Mit dem Schlauch anstecken und dann können wir hier füllen. Gleich neben dem Eingang haben wir auch einen Spielplatz für die Kinder. Am Platz haben wir hier ein Bäckerhäuschen. Da ist ein Bäcker direkt am Platz, 7 Uhr bis 9:30 Uhr, Samstag auch. Hier werden dann Brötchen verkauft. So, und wie wir sehen können, auf dem Platz keine Parzellierung, das finden wir ja super. Hier kann sich jeder seinen Platz suchen. Man hat an jeder Ecke hier Frischwasserentnahmesäulen stehen, Stromsäulen sind recht gut sichtbar abgesichert. Hier haben wir so eine Stromsäule, die sind recht gut abgesichert. Ganz normal hier der Zugang zum Verteiler. Wir haben uns hier an die große gehängt, die hat ein bisschen mehr Ampere. Hier stehen wir, ideal. Der Platz ist terrassenförmig angeordnet, so wie wir es hier sehen. Man kann also stehen, wie man will. Man hat keine Zwangsvorgabe, jetzt wie man stehen muss. Wir laufen den Platz jetzt ganz einfach mal ab und schauen uns mal die Sanitäreinrichtungen an. Ganz oben haben wir nochmal eine große Zeltwiese. Wie gesagt, nicht nur für Zelte, sondern auch für Caravans und Wohnmobile. Ihr seht selber, relativ gut gemischt. Jeder kann sich seinen Platz hier suchen, wie er möchte. Ja, das Seecamping hier gibt es in der 22. Saison. So, das Sanitärgebäude hier freundlich und hell. Wunderschön gemacht. Mit einem Springbrunnen, sehr angenehmes Klima, beheizt. Hier ist es schön warm. Hier haben wir Duschen und Toiletten. Wir schauen uns mal die Toiletten an. Männer, Waschraum und Toiletten. Duschen, solche Kabinen, Waschraum. Und hier haben wir die Duschräume. Alles ordentlich mit diesem Chip hier. Ne? Dieser Chip wird aufgeladen in der Rezeption mit Guthaben. Und da könnt ihr das verwenden. Hier kann jeder seinen Abwasch tätigen. Also ich muss schon sagen, ist sehr ansprechend für uns hier das Sanitärgebäude. Das findet man auch immer mehr. Kräutergärten auf den Campingplätzen wie hier. Kann man sich Kräuter entnehmen. Es ist alles beschriftet, was wir hier vorfinden. Hier das Sanitärgebäude von hinten. Müll haben wir schön verteilt auf dem Platz. Das finden wir auch mal super mit den Bäumen hier. Ich
steht man mit seinem Gespann, mit dem Wohnmobil, mit dem Zelt, hat Sitzgelegenheiten angelegt wie im Park. Steht man also wunderbar. Ja, abschweifend nochmal hier vom Platz haben wir hier solche Miethütten zu stehen. Da kostet die Nacht 20 Euro die Hütte, zuzüglich den Personen, die hier übernachten wollen. Sind 13 solche Hütten hier nochmal angelegt auf dem Platz, wunderschön. Also das kann man hier mit mieten. Dann haben wir hier den Stellplatz. Dann haben wir hier vorne eine Bar, eine Beachbar. Da laufen wir mal drauf zu. Wunderschön angelegt. Eine Beachbar mit Bühne haben wir hier. Hier haben wir die Bühne, der Spielplatz für die Kinder und der Sandkasten haben wir hier. Ja, und gleich gegenüber der Camperbar stehen natürlich wir. Viola Frauschen sitzt da. Ist dir kalt? Ist jetzt frischlich geworden? Ja, ich bin gelaufen. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, leider fehlt uns hier der Abschluss zu diesem Film. An dem letzten Tag, wo wir drehen wollten, hat es massiv geregnet. Die Wiese, wo wir standen, war extrem feucht. Wir mussten ganz schnell den Platz verlassen, sonst wären wir dort nicht mehr rausgekommen mit unserem Wohnmobil. Aber nichtsdestotrotz ist es ein angenehmer Campingplatz. Wir werden auf jeden Fall den Platz noch einmal besuchen. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Vielen Dank, dass ihr den Film geschaut habt und lasst einen Daumen nach oben da. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin.